Die Polizei konnte das Verbrechen klären. Steyr, Januar 2023 um 18:50 Uhr, das Auto aus Steyr in Brand gesteckt hatte. Der 42-Jährige fühle des Fahrzeugs mit einem E-Scooter Seitenfenster des Autos eingefügt, den Benzinkanister geschnitten, das Benzin auf den Fahrersitz verschüttet und wollte es explodieren, indem er einen selbstgemachten Feuerwehrwerk einwirft. Das Zündkabel wurde eingeführt und Innere des Fahrzeugs vollständig ausgebrannt, nur indem ein zufällig vorbeifahrender Lenker einging, mit seinem Feuerlöscher enthalten konnte, könnte es verhindert werden, das Feuer auf ein zufälliges Fahrzeug ausbreitet. Explosion des Krachers. Der 42-Jährige wurde dem Gesetz umfassend gestanden.